Hallo liebe Leute, hier ist wieder Felina Eisenberg. Ich war lange nicht da, gab auch nichts Neues zu berichten oder zumindest nichts, was man jetzt hier öffentlich verbreiten müsste. Buddha hat mal gesagt, oder es gibt so einen Ausspruch von Buddha, lass deinen Geist still werden wie einen Teich. Er soll klar werden wie Wasser, das von den Bergen fließt. Was macht man eigentlich, wenn es nur Hügel gibt? Lass trübes Wasser zur Ruhe kommen, dann wird es klar werden. Und wenn man nur im Trüben fischt, obwohl man sonst kein Wässerchen trüben kann. Und lass deine schweifenden Gedanken und Wünsche zur Ruhe kommen. Ja. Wäre schön, geht aber in dieser Woche bei mir zumindest so überhaupt gar nicht. Gestern war ja Montag der 13. Nicht Freitag der 13., sondern Montag der 13. Die Zahl 13 wurde auch im Volksmund das Dutzend des Teufels genannt. Warum, weiß ich nicht, finde ich jetzt aber auch sehr interessant, die 13. Ne? Volksmund. Judas ist der 13. Anwesende beim Abendmahl gewesen, also der Verräter Judas. Deswegen gibt es ja auch diese Aussage, der 13. sei der Verräter gewesen. Muss nicht immer unbedingt logisch sein, aber wird gerne in diesem Zusammenhang verwendet. Es gibt ja viele Verräter unter uns, wahrscheinlich auch neben uns, mit uns oder so. Ist auch egal. Triskaidekaphobie. Triskaidekaphobie wird zum Beispiel die abergläubische Angst vor der Zahl 13 genannt. Also ich habe eigentlich vor der 13 keine Angst, normalerweise. Freitag der 13. ist ja dann in diesem Zusammenhang natürlich das ganz schlimme Datum, Freitag der 13. Paraskavedekatriaphobie oder auch Paraskevedekatriaphobie wird die Angst vor diesem Tag genannt. Also das ist eine Phobie, die Angst vor dem Freitag, dem 13. Viele Leute lassen sich ja am Freitag, den 13. deshalb auch krank schreiben oder gehen gar nicht erst zur Arbeit oder gehen gar nicht vor die Tür, weil es könnte Stein vom Dach fallen oder was weiß ich, man wird von einem Auto erwischt. Es kann ganz viel am Freitag, den 13. passieren, deswegen ist das ja auch für viele Menschen eben halt ein Unglückstag. Ich hatte übrigens an einem Freitag, den 13. Führerscheinprüfung, es war für mich kein Unglückstag. Muss ich jetzt nicht extra dazu sagen, sonst hätte ich ja wahrscheinlich immer noch keinen Führerschein, weil Freitag, der 13. unlogischerweise, was ich jetzt gerade gesagt habe, für mich es lang nie ein Unglückstag war. Da aber eben halt viele Menschen unter dieser Paraskavedekatriaphobie leiden eben halt an diesem Tag überhaupt keinen Fuß vor die Tür setzen, kann Freitag der 13. eigentlich auch gar kein Unglückstag sein. Ne? Weil Menschen, die unter diesem Paradingens leiden, vermeiden es ja, dass ihnen an diesem Tage etwas passiert. Also, Freitag der 13. halb so schlimm. Man sollte dann doch besser, ist jetzt so mein Vorschlag, den Fokus auf Montag, dem 13. legen. Gerade Montag, ne? Da hast du am Wochenende richtig Fun gehabt und dann kommt diese Spaßbremse von einem Tag, die dir wieder vor Augen führt, wie lustig das Leben doch ist. Oder auch nicht. Wish it was Sunday, cause that's my fun day. Sunday ist aber auch nicht immer Fun Day. Ist ja egal. Aber der Montag. Montag der 13. Montag heißt auf Lateinisch Dislunal. Tag des Mondes. Aktuell haben wir jetzt gerade abnehmenden Mond. Ich weiß nicht, wie sich der Mond, der Einfluss des abnehmenden Mondes auf unsere Mitmenschen oder auf uns allgemein auswirkt. Bei Vollmond kann ich zum Beispiel immer. Ein paar Tage, wir haben abnehmenden Mond. Ach, dann wird es das sein, ja. Kurz vor Vollmond kann ich immer schlecht schlafen. Aber egal. Montage nerven, ne? Der Tag, an dem die Morgenaggression am schlimmsten ist und in Verbindung mit der Montagsdepression der absolute psychische Super-GAU. In der späten DDR hat die Wut auf den Montag sogar zu Montagsdemonstrationen geführt. Also Montage sind nicht zu unterschätzen. Und stand damals kurz vor der Abschaffung des Montags durch das Volk.
in letzter Minute öffnete man damals die Mauer, um mit einer gewaltigen Flut von Montagen den Westen endgültig zu vernichten. Da die offene Grenze aber auch viele Menschen zur Ausreise verleitete, glich sich das wieder aus. Ne? Da weniger Leute, auch weniger Montage brauchten. Außerdem entstand dadurch das Phänomen der Westmontage, zu der auch heute noch jeden Montag sehr viele Ostdeutsche wallfahrtsartig hinströmen. Geklaut bei Stupidedia. Traurige Fakten der Montage zum Beispiel. Ne? Mir, son mir, hatte ich ja neulich schon mal drüber gesprochen. Der FC Bayern wurde an einem Montag gegründet. Dieter Bohlen hat die meisten seiner Songs an Montag geschrieben. Sehr viele schwedische Möbelbausätze können an keinem anderen Montag Tag zusammengebaut werden, da ihnen eine Montageanleitung nicht beiliegt. Das heißt also, Dienstag bis Sonntag kannst du zusammenbauen, Montag geht nicht, da fällt das Regal zusammen, weil Billy dann drei Schrauben fehlen oder irgendwie sowas. Ne? Montag, der 13. war nun gestern. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist ganz was anderes, als jetzt hier über den 13. oder die Montage zu reden. Aber jetzt haben wir mal wieder was gelernt. Ne? Hab euch mal wieder was erzählt. Gestern habe ich dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann ich das gelesen habe, ist ja egal, gelesen, dass Frau Merkel eine Bürgerversteher-Initiative ins Leben gerufen hat. Das heißt, sie hat das, glaube ich, auch dann mit den Worten begleitet: Ich hoffe, dass ich das wirkliche Leben sehe. Frau Merkel, das wirkliche Leben spiegelt sich auf der Straße ab. Sie müssen nur mal rausgehen. Oder schauen Sie sich mal die Gleichstellungsberichte an, die 2008 in Auftrag gegeben wurden. Ich glaube, 2011 gab es die ersten. Jetzt haben wir 15. Ich weiß gar nicht, ob es dazwischen welche gab. Ist auch egal. Aber was ich jetzt so von gestern auf heute mitgekriegt habe, würde ich das jetzt nicht Bürgerversteherinitiative nennen, sondern eher Männerbürgerversteherinitiative oder Männerversteherinitiative. Vielleicht in Begleitung mit der Stiftung Männertest, die es dann noch zu gründen gäbe. Was ich allerdings auch nicht verkehrt finde, weil die allgemeingültig herausgegeben, mit der kann Frau dann eben halt auch mal loslaufen. Ne? Stiftung Männertest, wenn man da eben halt so ein paar Punkte mit aufnimmt, die, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen was mit Kommunikation zu tun haben, mit dem Wesen der Männer, dann würde ich doch sagen, dass, ja, Männer schwer zu verstehen sind. Also brauchen wir die Stiftung Männertest in Verbindung mit der Männerversteher-Initiative. Ich bin gerne bereit, das zu übernehmen. Wenn mir denn Hilfe zur Seite gestellt wird, alleine werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Dafür gibt es zu viele Männer. Kommunikation ist dabei ein wichtiges Wort, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Manchmal zweifle ich allerdings daran, aber das hat weniger mit Männern zu tun als auch mit Frauen. Also beiderlei Geschlechts sind der Kommunikation nicht fähig. Und es mangelt auch vielen an Humor. Frau Merkel, das wirkliche Leben muss man immer mit Humor sehen. Ne? Wenn man nichts mehr zu lachen hat, geht es einem meistens ja dann auch nicht gut. Und jetzt bin ich durcheinander. Wenn man nichts mehr zu lachen hat, geht es einem nämlich gar nicht so gut drum. Mit Humor immer alles zu sehen, macht einem selbst das Leben auch leichter. Dabei sollte man auch nicht vergessen, mal über sich selbst zu lachen und nicht nur mit heruntergezogenen Mundwinkeln rumzulaufen. Gestern mal so, wie ich schon mehrfach erwähnte, jetzt in der letzten halben Stunde gefühlterweise, Montag der 13. Am hellerlichten Tage war hier zweimal die Haustür übergeschlossen, was ein Mann gemacht hat. Warum, kann ich nicht nachvollziehen. Am helllichten Tage klaut keiner das Haus. Egal. Meine Nachbarin kam gestern irgendwann mal nach langer Abwesenheit am Wochenende nach Hause und wir haben hier zwischen meinem Schlafzimmer und ihrem Wohnzimmer doch eine recht dünne Wand und Tür zum Schlafzimmer war allerdings geschlossen, aber sie musste telefonieren und sie spricht
oftmals sehr laut. Das heißt, sie war da wieder am Telefonieren und hat dabei ultra laut gesprochen. Wahrscheinlich hat sie irgendeinen Kerl am anderen Ende angebrüllt, der was mit den Ohren hatte. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich vermute das so. Weil das auch immer so Thema ist. Montag, der 13. Ich habe mich gestern dann doch, obwohl ich überhaupt keine Lust dazu hatte, entschlossen, weil ich mir so einige Dinge im Kühlschrank fehlten, mal in den Supermarkt zu fahren. Als ich da an der Kasse stand, da stand ein Mann vor mir, der, was gerade irgendwie so im Angebot war, drei so Packungen Deckenfluter-Dingenskirchen gekauft hat und war ihm halt vor mir an der Kasse und wollte bezahlen und sagte zu der Tante da, ja, er wäre ja schon in Dingens gewesen und hätte schon drei solcher Deckenfluter-Dingens gekauft. Ob sie denn noch den und den Spot hätten, der ja auch im Angebot ist. Nein, sagte sie daraufhin, die gibt's nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, fahren Sie doch nach Dingenskirchen, vielleicht gibt's die ja da noch. Woraufhin, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, die Dame an der Kasse meinte, ja, Dingenskirchen ist ganz schön groß. Jetzt weiß ich nicht, ob sie Dingenskirchen an sich meinte oder nur den Supermarkt in Dingenskirchen. Und Dingenskirchen oder Dingenskirchen zu groß ist, um den Supermarkt da überhaupt zu finden. Also das kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Aber er sagte dann, nö, die sechs Deckenfluter-Dingens, da würden ihm jetzt auch reichen. Er braucht den Spot nicht mehr. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja, dann geht ihm jetzt ja mal richtig ein Licht auf. Ne? So, die Kassiererin fing an zu lachen. Guckte mich mit runtergezogenen Mundwinkeln böse an und verließ dann relativ schnell das Lokal. So viel zum Humor. Also, ich glaube, ich bin ihm da mächtig auf den Schlips getreten. Obwohl er gar keinen Humor hatte, aber ist ja egal. Ich pack's manchmal nicht. Ich kann das nicht verstehen. Deswegen, wir brauchen keine Bürgerversteherinitiative, wir brauchen eine Männerversteherinitiative. Weil wahrscheinlich auch, ich habe das jetzt noch nicht nachschlagen können, die Männer immer noch den Frauen so einiges auch vielleicht in den Gleichstellungsberichten voraus haben, also die Frauen noch nicht aufgeholt haben. Obwohl umgekehrt gesehen die Männer, was den Humor angeht, nicht aufholen scheinbar. Also mit gehobenem Alter oder je älter. Wahrscheinlich hat der an der Kasse die Kassiererin anmachen wollen. Er hat auch ganz ernst gesprochen und immer nur sie dabei angeguckt und dann habe ich ihn da reingepfuscht. Ja, das geht natürlich gar nicht. Und wenn ich dann auch noch zu ihm sage, jetzt geht ihm mal endlich Licht auf. Ja, dumm gelaufen. Tut mir leid, wenn ich da irgendwie, und ist auch egal. Das war dann, habe ich so gedacht, der Montag. Dann gibt es ja auch noch die Nacht von Montag auf Dienstag. Also eigentlich war alles so ganz prima. Wie ich ja schon sagte, so bevor wir Vollmond bekommen, dann die Nacht davor schlafe ich sowieso schon immer sehr schlecht und mein Schlafzimmer grenzt an das Wohnzimmer meiner Nachbarin. Die kam dann gestern Nacht, kam gestern Abend erst allein nach Hause, genau. Und dann irgendwann, ich gehe ja auch nicht früh ins Bett, also ich war irgendwann, was weiß ich, 12:30 oder so war ich im Bett. Und dann, dann ging das los, ne? Dann hörte ich plötzlich, die Wand ist wirklich so dünn, als wenn das nur eine Tür ist. Man kann alles hören. Von ihrem Wohnzimmer in mein Schlafzimmer. Was sie umgekehrt hört, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich sag mal, für meine gestrige Nacht war das nicht so besonders toll. Weil, wie gesagt, sie kriegte dann also mitten in der Nacht noch Besuch. Und definitiv nach der Stimme zu urteilen von einem Kerl, den sie dann mal wieder scheinbar abgeschleppt hat. Ich hörte ihn mal telefonieren. Das funktioniert hier scheinbar auch nicht so wirklich, weil er brüllte immer Hallo, Hallo da rein. Ist auch egal. Auf alle Fälle zog sich das hin. Ich habe gedacht, na gut, lass sie mal. Ist ja nicht jeden Tag so. Ne? Man hörte Gelächter, auch dieses, was Frauen ja oftmals so typischerweise an sich haben, dieses weibliche Anmachen. Gekicher oder anmacht Gelachen, also mal so, so mal so hoch. Die Stimme bei Frauen wird dann meistens sehr hoch, ne, wenn sie da anmachen. Und irgendwann zwischendurch habe ich dann auch mal losgebrüllt, aber das haben die scheinbar dann gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann urplötzlich war es dann mal
Stille und ich bin dann auch eingeschlafen. Ich gehe mal davon aus, dass während dieser Zeit, weil es war dann schnell vorbei, die Örtlichkeit des Wohnzimmers gewechselt wurde. Wohin, sei mal dahingestellt, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich davon nichts mitgekriegt habe. Ich war ja dann fast eingeschlafen, bis es dann wieder laut wurde. Das heißt, der Akt der Abwesenheit war abgeschlossen und es ging wieder laut her, einschließlich. Und das kann ich nicht so wirklich beurteilen, ob da jetzt jemand in die Hände geklatscht hat oder auch was anderes geklatscht hat. Auf alle Fälle hat mir das gereicht. Und das ging bis 3 Uhr früh. Das heißt also, mein Tag heute war auch wieder fast gelaufen. Ich will dieses ganze Thema Bürgerversteher, Männerversteher, Initiative mit meiner Stiftung Warentest, nee, Stiftung Männertest, sowas ja eigentlich jetzt heute gar nicht zu Ende führen. Es gibt heute, oder hat, glaube ich, gerade schon angefangen, Beate noch eine nette Sendung, die sicherlich irgendwann dann noch wiederholt wird oder da in der Mediathek zu sehen ist. Klischee Wissenschaft, haben Frauen weniger Lust auf Sex als Männer? Das ist eine sehr interessante Frage und Xenius Reis, die Sendung, erforscht also unser Liebesleben. Matrix der Lust, wie funktioniert die weibliche Begierde? Jo, das wüsste ich manchmal auch gern, wenn ich an meine Nachbarin denke. Also, Leute, ne? Ich melde mich wieder, wenn ich das dann irgendwann mal herausgefunden habe. Bis dahin, tschüss. Okay.